Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Ever Oasis und einen Daumen nach oben. Der Daumen sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. Und hier gehen schlafen und schauen mal, wie viele Leute uns jetzt besuchen. Vermutlich wirklich nur eine Person oder so. Ich sehe schon kommen. Habe ich angekündigt, ganz viel besuchen, es kommt nur eine Person. Ah, nee, ein Händler und eine Person. Aber neuer Händler. Na sowas, ich habe mir das hier schlimmer vorgestellt. Muss mein Glückstag sein. Ein Reisender, ein Händler und 31 Pinguus waren das gerade, habe ich das. Die Musik ist so schön, ne? Die ist neu halt, ne? Richtig hübsch. Na, sieh an, du bist doch der Sprössling, den ich oben auf dem Felsen getroffen habe. Ich bin Ida, urrett und stolz darauf. Es ist keine üble Oase, die du hier hast, aber was hier ganz klar noch fehlt, ist ein Ballonladen, wenn du mich fragst. Ballons im Wind sind einfach ein majestätischer Anblick. Für mich sind Ballons die Könige der Lüfte. Wer hätte gedacht, dass ein Sprössling so eine schöne Oase auf die Beine stellen kann? Hier kann ich mich niederlassen und schon wird die Oase wieder ein ganzes Stück besser. Da-da-da-da-da-da-da. Und schon 28 Leutchen. Die Oase ist größer als die von meinem Bruder, ne? Am Anfang des Spiels. Die Oase ist größer als die von ihm. Was suchst du? Den Siegelstein? Kam da nicht neulich ein Händler von dem Vene zurück, der so einen Stein bei sich hatte? Ich meine ja. Soweit ich weiß, ist er zur Siedlung der Serker weitergezogen. Kannst ja mal schauen, ob du ihn dort findest. Der Paprikasaat müssen wir auf jeden Fall auch noch besorgen wieder. Die entstaubt euch gegenseitig, ich merke das schon. So, dann gehen wir mal zur Siedlung. Weil das ist unsere Hauptquest, glaube ich. Oder hat der Serket gesagt? Und ich bin gerade dumm. Möglicherweise bin ich gerade dumm. Aber wir werden es gleich herausfinden. Linsensaat und Robustbohnensaat, okay. Handwerkerkarte, okay, das ist für Handwerksding. Robustbohnensaat, müssen wir auch noch alles kaufen. Aber hier war er offensichtlich nicht. Na warte mal, vielleicht hat er das als Tauschgeschäft. Nee. Gut, dann müssen wir doch woanders hin. Ich glaube, es war Serket, was er gesagt hat. Bam, badam, bam, bam. Oder Serka, Serka, so hießen sie. Benet, Serka, ich. Namen. Bam, 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 badadadadadam. Ach, hallo, junger Häuptling, womit kann ich dienen? Wie? Siegelstein? Stimmt, so einen habe ich neulich dem Ältesten der Venet abgeluchst. Abgekauft. Hab gehört, mit einem Siegelstein wie diesem kann man die Tür zum grünen Paradies öffnen. Du willst den Siegelstein? Dann tausch mit mir. Für etwas Fünftlichtkorn würde ich ihn hergeben. Weizen ist der Renner hier in der Siedlung der Serker. Da war doch dieser eine Kollege in der Siedlung der Venet, der Fünftlichtkorn-Saat verkauft. Kauf mir ein paar ab und zieh mir etwas Fünftlichtkorn und damit kommst du dann wieder her zu mir.
Okay, wir müssen also wirklich einfach nur mit dem Zeug zu ihm kommen. Okay, let's go. Da müssen wir doch wieder dahin. Badadadam, bam, 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 badam, badam. Bam, badam, badadadadam. So. Die Händler klingen alle gleich. Ich bin ein Händlerrassist. Für mich sehen Händler alle gleich aus und für mich sind Händler alle gleich. Die sprechen auch alle gleich. Ich diskriminiere die Händler ganz fürchterlich. Diese verflixten Friederhörnchen. Ich war gerade außerhalb der Siedlung unterwegs, um etwas Fünflichtkorn zu finden. Da werde ich plötzlich von diesen Biestern attackiert, aber habe ich meine Ware fallen lassen. Ich hätte ja schon gerne meine Ware wieder, aber in diesem Fledernest kriegen mich keine 10 Pferde rein. Ach, was soll jetzt nur aus meinem Handel werden? Ja, wir müssen das machen für ihn. Ich bin Potato Pet, ich bin doof, ich darf das. Doofe Menschen dürfen sich Sachen rausnehmen. Doofe Menschen dürfen sich Sachen rausnehmen. Oh nee, wir müssen da rein. Aber wie? Oh! Wer bist du? Was machst du hier? Tut mir leid, du bist Potato, ja? Ich heiße Isa. Hier wurde wohl neulich ein reisender Händler überfallen von den Fledermäusen, die hier nisten. Sie haben ihm all sein Hab und Gut geraubt. Ich wollte ihm helfen und bin hier, um ihr Nest zu zerschlagen, aber ehrlich gesagt fürchte ich mich allein. Und deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn du mir vielleicht helfen könntest. Also, nur wenn du möchtest natürlich. Gut, jetzt können wir loslegen. Und die hat jetzt einen Bogen, ne? Die hat jetzt einen Bogen für uns und damit schießen wir. Ah, warte, das kannst du mir überlassen. Mit meiner Armbrust kann ich sehr gut hohe Ziele anvisieren und seien sie noch so weit entfernt. Kann ich manuell zielen? Mit einer Armbrust kann man nicht nur weit entfernte Gegner angreifen, sondern auch Schalter aktivieren, die mit Nahkampfwaffen unerreichbar wären. Außerdem kann man durch gedrückt halten von L in den Modus Adlerauge wechseln. Bewegt man diese Ansicht des Analogstick, kann man Orte entdecken, die sonst nicht zu sehen sind. Wie geht das jetzt? Ah. Ja, das ist cool, dass man selber zielen kann. Das wird uns jetzt einiges eröffnen. Das Federhörnchen hat eine kleine Tasche fallen lassen. Das muss das Gepäck des reisenden Händlers sein. Wir haben es wiedergefunden. Ein Glück. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Wie kann ich dir nur jemals für deine Hilfe danken? Oh, du suchst Leute, die sich deinem Gefolge anschließen möchten. Also ich würde sofort in eine Oase einziehen. Also auch jetzt gleich. Also nur, wenn du mich einlädst natürlich. Nein, halt, zuerst muss ich dem reisenden Händler in der Siedlung der Venet sein Gepäck zurückbringen. Aber sobald ich damit fertig bin, mache ich mich auf den Weg zu deiner Oase. Das verspreche ich dir. Ah, Orangenarmbrust. Perfekt. Ist da vorne noch ein richtiger Weg dahinter oder ist das einfach nur zum Kaputtschlagen? Na gut, dann geht zurück in die Oase. Wobei, nee, warte mal. Wir müssen zurück zur Siedlung.
Bam 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 bam. Ein Sprössling auf Deutschreise hat mir meine 5 Lichtkorn-Saat zurückgebracht. Was für ein Glück! Na, Häuptling, kann ich dich für die Saat begeistern? Der Name des 5 Lichtkorns kommt von den 5 Lichtgeistern, die über dem Feld tanzen müssen, damit es wächst. Das soll wohl heißen, dass die Saat nur auf besonders gutem Boden wächst. Na, Häuptling, habe ich dein Interesse geweckt? In deiner Oase könnte die Saat vielleicht gut wachsen. Ne, können sie nicht, weil wir haben nur, glaube ich, 4. Bisher, glaube ich. Das wäre geschafft. Nun müssen wir nur noch die Saat in unserem Garten anbauen. Der Händler sagte, sie wächst nur auf besonders gutem Boden. Dann müssen wir uns besonders viel Mühe geben. Ich glaube fast, wir haben noch keine 5 Lichtgeister. Aber ich müsste mal zählen. Dann weiß ich es wirklich genau. Jetzt kriegen wir erstmal wieder Besuch. Hoffe ich. Ja. Am Anfang war der Weg auch in unserer Oase nur Sand, ne? Jetzt ist es richtig mit Stein. Oh je, hier ist bestimmt viel los, aber ich habe versprochen, dass ich hierher komme. Also sollte ich mich daran halten. Ah, die Musik hier, das ist so schön. Hallo, du weißt noch, wer ich bin, oder? Isa ist mein Name. Wir haben uns neulich getroffen. Schön, dich wiederzusehen. Danke für all deine Hilfe. Ich möchte dir ein kleines Dankeschön geben. Ich hoffe, ich darf mich deinem Gefolge anschließen. Na klar. Guckt euch mal an, wie viele Leute das sind. Oh. Unsere Oase ist riesig. Und wir können leveln. Und Gerücht. Hallo, ist es gerade Mittag, richtig? In Karahali-Wipfelmeer ist mir ein prunkvoller Sprössling aufgefallen. Er meint, er suche nach allem, was schön sei. Er erzählte mir auch, dass er tagsüber beim Nachtblütenschacht und nachts am Tor des Tadels suchen würde. Ah, das sind neue Gegner, wo wir nicht hin können. Noch nicht, aber jetzt mit dem Bogen können wir dahin. Wie viele haben wir? 1, 2... Die sind 5, oder? 1, 2, 3, 4? Bin mir unsicher. Sind es 4 oder sind es 5? 1, 2, 3, 4, 5. Es sind 5. Wir haben 5. Wir haben 5. Das ist doch wunderbar. Dann gehen wir schnell in unseren Garten. Ah, nee. Ich glaube, im Garten ist noch alles angebaut gerade, ne? Ah, nee. Ist alles fertig. Das ist noch nicht fertig, oder? Doch. So, dann bauen wir nämlich die an. Die neue Musik ist so toll. Diese epischere Version. Man hat so richtig das Gefühl, dass die Oase wächst dadurch auch. Wegen der neuen Musik. So, auf zum Schreien. Guten Tag, Potato. Dein Gefolge ist so groß gewachsen, wir können auch weiter wachsen. Auf geht's.
Ui. Zwei neue Läden, wa? Der neue Bereich der Oase ist größer geworden. Du kannst im Garten nun zwei Nussbäume pflanzen. Ich habe tolle Neuigkeiten. Der neue Bereich ist größer geworden. Jetzt kannst du dort noch mehr Knospenläden bauen. Außerdem kannst du im Garten wieder Bäume anpflanzen. Sprich doch später mal mit Yamilee. Was ist hier los, meine Freunde? Das Spiel ist verrückt. Bam, 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 bam. Oh, Brote, dann kommt noch jemand hierher. Da kommt noch jemand hierher in unsere Oase, der Brote sucht, dieses eine Sprössling. Aber was tue ich bloß, wenn ganz viele Kunden auf einmal kommen? Nein, ich darf keine Angst haben, ich schaff das. Was hier nur los ist, Leute, das Ding ist einfach so riesig mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie ich an alle Ressourcen kommen soll, um die immer zu beliefern. Ich werde die jetzt nicht mal durchgehend beliefern können. Ah ne, dich brauche ich nicht. Vielleicht müssen wir wirklich Expedition starten. Vielleicht bringen die ja richtig viel zurück. Wir haben noch einen Laden, der aufleveln kann. Der Bücherladen kann leveln. Verkaufst du eine Armbrust zufälligerweise? Eine Standardarmbrust, eine Startarmbrust? Nein. Da kann man eine Armbrust einfach aus irgendwelchen Dingen herstellen. Oh, aber dann kam das Chaos und war. Okay. Der hat was Neues erzählt gerade. Ups. Er hätte nur das Gleiche erzählt, wie sonst auch immer, aber das war was anderes. Jetzt sind 6 Lichter, oder? Ja, ja. Was geht ab? Was geht ab? Vielleicht kann man die auch einfach so herstellen. Hierfür brauchen wir 5 für die Orangenarmbrust. Ne, sieht schlecht aus. Die Orangenarmbrust, dafür brauchen wir eine Laubarmbrust. Und die müssen wir kaufen scheinbar irgendwo. Kriegt man den Orangenarmbrust her? Ja, wir können auf jeden Fall jemanden mitnehmen mit Armbrust erstmal. Das reicht ja auch erstmal. Die Musik ist so toll hier. So, dann stellen wir mal die Gruppe kurz zusammen. Eigentlich brauchen wir nur die neue Person mitnehmen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Moment. Das muss ja eine Person mit Laden sein. Isa war das, ne? Das ist ein Bogen, was die hat. Okay. Ja, machen wir erstmal so. So, los geht's. Wir können jetzt weitergehen. Wir können jetzt auch mehr entdecken. Aber wir laufen erstmal vor allem weg hier. Das war dumm. Das war gerade sehr dumm. Ich hätte eigentlich einen anderen Weg gehen können über die Sprungdinger, aber egal. Ist wurscht, ist doch egal, Mann. Ist doch absolut egal, Mann. Wir werden das schon überleben, da bin ich mir ganz sicher. Ba-ba-ba-bam, ba-da-dam, 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 ba-ba-ba-ba, ba-da-dam. Ne, warte mal, ist das der falsche Weg hier gerade? Mach ich gerade was falsch? Wie war denn das nochmal? Doch, hier war doch irgendwo dieses Ding, dieses, Na, bin ich hier runtergesprungen gewesen? Ach ja, hier muss man runterspringen, da muss man lang.
So, jetzt können wir mit ihr. Mit ihr können wir jetzt hier drauf zielen. Das Ding aufblasen und jetzt. Potato, auf geht's. Kommen wir da rüber. Nice. Ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwo falsch runterspringe. Dass ich möglichst Sachen mitnehme hier. Ich glaube, hier vorne runterspringen ist schon richtig. Das ist eine Gegend, wo wir vorher noch nicht waren. Ja. Da vorne sind Spinnennetze oder ein Spinnennetz. Fast Insta-Death. Nicht so geil. Okay, ich bin tot. Warten, bis sie wieder leben. Das Problem bei dem einen ist, der heilt sich gerade gar nicht hier. Ne, selbst wenn ich A drücke, nicht. Ah, jetzt. Ach so, ich kann entscheiden, wer geheilt wird. Okay. Mein Charakter ist gleich schon wieder tot. Ja, er ist schon wieder tot. Die Heilung war gerade umsonst, weil er jetzt schon wieder tot ist. Ganz ehrlich, wir müssen aber hier weg. Das wird so nix. Geh mal kurz in die Höhle hier rein. Vielleicht gibt's einen Teleport. Nein, gibt's natürlich nicht.
Ah. Okay. Hier kommt bestimmt ein fetter Gegner, oder? Jetzt kommt Level 20 oder so, ich sehe schon kommen. Ne, Level 12 ist noch fast easy. So. Ich habe ein bisschen Angst, was uns dahinter jetzt erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe echt ein bisschen Angst. Dunkelheit erwartet uns hier auf jeden Fall. Moment, Aquaportal. Das können wir beheben mit der Dunkelheit. Ah, Besuch. Brot! Raku. Was für eine unglaublich schöne Oase. Die Reise hat sich gelohnt. Backt süße Kringel, mag selbst aber lieber Brote. Hallo, Raku ist mein Name. Ich bin Zuckerbäckerin und habe mich auf süße Kringel spezialisiert. Mein Traum ist kein geringerer, als die besten Kringel der Welt zu backen. Wenn mir das gelingt, werde ich berühmt und dann finde ich vielleicht eines Tages meinen Traumprinzen. Ach, so, ich muss sagen, die Reise hat mich hungrig gemacht. Brot, ich brauche Brot. Brote, juhu, da werden Brote verkauft. Endlich kriege ich was zwischen die Zähne. Ich habe keinen Honig mehr für meinen Kringel. Kannst du mir etwas Spezialhonig von Eulenhörnchen besorgen? Du findest diese Biester im Nachtblütenschacht im Karahali-Wipfelmeer. Freiwillig werden sie dir den Honig aber nicht geben. Erstmal brauchen wir jetzt jemanden, der zaubern kann. Warum ist... Achso, weil... Ah, stimmt, das wird hier mal geschrieben, wenn man die Bitte annimmt. Oh nee, wir müssen den ganzen Weg wieder. Aber ist richtig. Das Aquaportal wird zurückgesetzt, wenn man eine Bitte annimmt. Das wusste ich auch. Ich hab's nur irgendwie vergessen. Naja, dann laufen wir einfach mal wieder los. Aber nee, hier ist gar kein besserer. Nee, ja, da doch, wir können aber... Okay, ich hab's geschafft. Das war der kürzere Weg, genau. Den suchte ich nämlich. Ba-bam. Ba-da-da-dam. Bam-bam. Badadam, bam, bam. Ja.
Also mit dem Gegner komme ich eher klar. Oder auch nicht. Der mit seinen ständigen Arschbomben. Oh, das Spiel wird echt hart. Ich muss mal neue Sachen, Sachen craften. Das sind auch so Viecher, okay. Na gut, wir gehen hier ganz kurz rein. Ich habe den Weg ja geöffnet. Oh. Oho, scheint ganz, als hätte noch jemand die Schönheit dieses Ortes erkannt. Ah, der Ästhet. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als meine neue Zuflucht der Schönheit zu suchen. Was sagst du, in der Kaara-Wüste gibt es eine Oase? Ein einsamer Quell der Schönheit ist im trockenen Wüstensand entsprungen. Ich muss sofort dahin aufbrechen. Ein Problem, was ich gerade habe, wir sind am Lebensprobleme. Aber den Raum machen wir auf jeden Fall jetzt noch, auch wenn der Part schon seit 3 Minuten vorbei ist. Aber den Raum machen wir hier. Ich hasse diese Angriffe. Okay. Puh. Das Eulenhörnchen hat etwas verloren. Eine zähe Flüssigkeit. Könnte das der Spezialhonig sein, den Raku haben wollte? Aber mit dem Bogen kann man das hier nicht machen, ne? Nee. Oh. Ich hab ein bisschen Angst, was dahinter ist. Einfach nur dieses Ding hier. Aber was muss es mit diesen Dingern auf sich haben? Aber ich sehe noch was. Ich weiß nicht, ob sie was machen kann mit dem Ding da oben. Ne, geht scheinbar nicht. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer was Besseres aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.